Wir waren ja doch zu schnell. Bleib doch stehen. Recht herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, diesmal nicht Omni, nein. Und zwar diesmal wieder nach langer Zeit Train Simulator 2015. Ja, und zwar habe ich hier ein bisschen was gestöbert im Internet. Und zwar habe ich hier eine schöne Demo, kann man sagen. Oder auch Beta-Auskopplung, wie man sie nennen mag. Die war auf jeden Fall umsonst. Es ist nur eine ziemlich kleine Strecke. Genau, da ist er. Dresden Schöner. Der schicken BR-143. Die können wir natürlich nicht fahren, weil uns die Lok fehlt, die BR-2-426. Also müssen wir mit der fahren. So. Ja, ich würde sagen, das können wir alle so lassen. Ja, wie gesagt, ich überlege mal noch, ob ich mir diese Strecke kaufen soll. Von Global noch. Und was heißen die? Ich habe mich mal kurz, ich habe mir die Beta-Auskopplung hier mal kurz angeguckt. Also von der Optik her finde ich sie nicht schlecht. Gut, die ist ziemlich klein. War ist ja nur eine Beta-Auskopplung. Die Strecke Dresden Schöner kann man sich komplett kaufen. Ich glaube für 24, 25 Euro, 26 Euro. Wenn mich nicht alle täuscht. Auf jeden Fall werde ich einen Link in die Beschreibung mit reinpacken. Ja, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Und wir starten. Ja, ladet halt ein bisschen etwas länger. Boah, mein Rechner braucht halt etwas länger. Dann komm. Ja. Das Spiel immer so lange Ladezeiten haben muss. Das ist ja vor der Let's Play zu Ende, das Video fast zu Ende, bis der angefangen hat zu laden. Ja, München Rosenheim. Scheiden sich die Geister wohl, habe ich gelesen bei Steam. Viele sind begeistert, viele nicht. Viele sagen, wurde wohl viel versaut an der Strecke. Ui. Das ist unser Zug. Hallo und herzlich willkommen auf der Strecke Dresden-Schöner. Dies ist eine Demo-Version, welche den südlichsten Abschnitt der Strecke von Schöner nach Krippen beinhaltet. In diesem kurzen Szenario fahren Sie von Schöner nach Krippen und wieder zurück und können sich einen ersten Überblick dieser Strecke beschaffen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Fahren Sie nun aus dem Abstellbereich zum Bahnsteig in Schöner. Jawohl, machen wir. Eins, was die Lok nicht hat, ist Signalhorn. Ich hätte gerne mir noch ein Signalhorn gewünscht, aber okay. Dann sind wir mal lösen. Und auf geht's. Machen wir doch mal hier so. Oh, wir sind viel zu schnell. So, wir fahren einfach aus, rauschen gleich erstmal aus dem Abstellbereich raus. So, mit Vollgas. Wie sich das hört, ne?
der Halt ist. Da vorne ist er. Aber allzu lang sind wir ja nicht, also können wir eigentlich auch gleich hier so stehen bleiben, würde ich sagen. So, meine lieben Leute, ihr dürft einsteigen. So, das wäre denn unser Lok für den... Ja, hat ja nur 1, 2, 3 Waggons. Zwei Loks fahren. Naja, ist ein kleiner Zug, würde ich sagen. Ja, auf der Strecke soll man dann übrigens auch Dostos fahren können. Gut, ich jetzt in der Beta nicht dabei. So. Türen sind zu, wir können abfahren. Nun, warte, hü, Pferdchen. Tja, ob es hier PZB und AZB und wie sie alle heißen, keine Ahnung, ob es hier je glaube in der Demo nicht. Ist halt Schmilka. Oh, jetzt 120 erlaubt. Dann werden wir mal 120 fahren, wa? Also ich finde ja nicht schlecht, die Umgebung hier. Also typisch halt Dresden die Ecke. Ja, man könnte ja fast sagen, Elbsandstein die Brühe. Ich kann sagen, wir sollten nicht übertreiben, aber wir sind ja noch nicht mal bei 120 angekommen. So, mal erst wegnehmen, da vorne ist nämlich schon der Bahnhof irgendwo. Dann lassen wir sie rollen. Nächster Halt, Schmilka-Hirschmühle. Ausstieg ja. In Fahrtrichtung rechts. Also, Ansagen bin ich nicht begeistert. Also da hätten sie ein bisschen was besser machen können. Aber es ist ja nur die Beta-Auskopplung. Wie es im richtigen Spiel ist, keine Ahnung. Wir waren dann doch zu schnell. Bleib doch stehen. Ach, jemini. Die halbe Lok ist da draußen auf dem Bahnhof. Nicht nur die... Naja. Naja, gut, solange die Waggons noch im Bahnsteig sind, ist doch alles gut. ja. Das ist wieder mal typisch Lumpi. Erstmal Vollgas nehmen und dann kicken, was passiert. So ist das mit dem Gewicht, war was von hinten schiebt. Jetzt haben wir sie kaputt gemacht, wa? Ja. Haben wir sie jetzt kaputt gemacht? Ah. Aber so von Optik her sieht es ja nicht schlecht aus, finde ich. Wie gesagt, die Lok. Gut, das ist die Lok, die ich schon hatte, aber hier mit der roten Farbe und die Waggons sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man kann nur leider nicht in die Waggons flicken hier in der Beta. Aber na egal, soll uns nicht weiter stören. So. Ich glaube, der nächste Halt ist dann auch schon Endstation und danach dürfen wir die Rücktour machen.
Ja, wenn ihr da dieses Addon schon kennt, der kann gerne mal in den Kommentaren runterschreiben, ob es sich lohnt zu kaufen oder nicht zu kaufen. Würde mich schon gerne interessieren. Also beschleunigen kann sehr gut. Muss man ihr ja lassen. Klingt ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, dazu war eine Beta und dafür war es umsonst und naja. Oh, da kommt wohl was entgegen. Ich würde ja gerne Signal geben, aber... Zöger noch ein bisschen, weil mein teuer ist er nicht und das Problem ist nur, man braucht wieder so viel vom Originalspiel. Man braucht hier Hagen Siegen, dieses Euro Loco Pack oder wie sich das nennt und aber das soll ja bei Hagen Siegen, glaube ich, mit dabei sein. Euro-Loco-Pack. Oder wie sich das auch immer nennen mag. Achtung. Achtung. Und da ist er. Hui. Oh, wir haben uns hier im Busch. Im Busch haben wir uns hier versteckt. Ah ja. Oh, wir sollten mal langsam machen, weil... Ja genau, jetzt kommt nämlich Krippen. Genau, wir müssen jetzt nämlich auf 60 runter. Gott sei Dank wollen wir hier nicht aussteigen und weichen stürmen. Wow! Hat die Zwangsbremsung reingehauen. Haben wir nicht aufgepasst. Du darfst gerne weiterfahren. Warum haust du jetzt die Zwangsbremsung rein? Oder die Liefer oder was auch immer das hier ist? Steht leider nicht da. Haben wir vergessen zu drücken. Bestimmt. Liefer. Er hat ja alle draus genommen hier. Junge, Junge. Das hat ja bestimmt ein Durcheinander in den Waggons. Garantiert. Ja, aber bin halt ich, so bin ich halt, ne? Lass doch, da interessiert nicht, was da gerade aufleuchtet. Wir fahren weiter. Wir bleiben mal bei 50 und so, ne? Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann sehe ich gerade, dass mein Aufnahmegerät, dass ich mein Aufnahmeprogramm leider vergessen habe, umzuschalten. Und zwar die 15 Minuten rauszunehmen. Das ist natürlich doof. Naja, egal, dann hängen wir den Rest hinten dran. Auch nicht weiter schlimm. Oh, ich muss mal nicht auf den Güterzug warten, das ist doch mal schön. Der muss auf mich warten, sehr schön.